Bist du all ready? Ja, und jetzt? Ja, jetzt müssen wir Hallo sagen. Hallo! Hallo! Ich habe heute Besuch. Und ihr kennt sie bestimmt schon. Und zwar ist das die Gül. Hallo zusammen, genau, ihr kennt mich schon. Ich habe ja einmal das Video gemacht mit der Flechtfrisur und ja, jetzt bin ich nochmal zu sehen. Ja. Genau. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video erzählt, dass ich meine Glossybox gekündigt habe. Und jetzt habe ich die neue Box bekommen, die tierversuchsfreie Box. Und ich dachte, ich stelle jetzt einfach mal die Gül vor. Die Gül hat noch nicht gesehen, was da drin ist. Nein, habe ich nicht. Wirklich, genau. Wir schwören. Wirklich, großes Indianer-Ehrenwort. Ich habe aber schon mal reingeblinzelt. Und ich würde sagen, ich stelle jetzt einfach mal der Gül und euch das vor. Und ja, bin mal gespannt, was die Gül so von den Produkten hält. Ich bin auch gespannt, ganz ehrlich. So. Die Glossybox kanntest du ja, ne? Wie ja, die kannte ich, genau. Genau. Und die neue Box, die ich jetzt hier habe, das ist die Love Beauty Box, so nennt die sich. Und wie man sieht, ist das eine ganz, ganz einfache Box. Also jetzt nichts Spektakuläres wie bei der Glossy Box. Mhm. Das war ja so eine schwarze Box und da sah man ja schon so einiges. Ja. Und dann macht man die auf und wie ihr seht, sieht sie so aus. Man hat hier vorne ein kleines Karteikärtchen und da steht drauf, starte frisch und gepflegt in das neue Jahr und den Produkten aus der Januarbox. Mit diesen Produkten kann das kalte Wetter deiner Haut nichts anhaben, reinigen und pflege dein Gesicht und so weiter und so fort. Ja, so sieht das Karteikärtchen aus und hier hinten stehen die Produkte drauf, gebe ich dir mal. Mhm. So, und dann greife ich einfach mal rein. Was habe ich hier denn als erstes? So, als erstes habe ich hier von Berlin Schauergel. Und zwar sieht es so aus. Das ist, ja, vegan, steht hier hinten drauf. Und ja, ist halt ganz normales Duschgel, ne? Wie teuer ist das? Duschgel Berlin 1,80 €. Genau, also das kostet 1,80 €, ist eine Sondergröße, ne? Steht genau, genau, richtig. Ja, Butter. Ist da mit drin. Mhm. Argan und Olivenöl. Ja, also Shea Butter bin ich ja voll der Fan von, ne? Also das mag ich ja total gerne. Kann man nicht meckern, ne? Vor allem auch für 1,80 €. Oder? Ja, cool. Mhm. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall das erste Produkt. So, dann kommen wir zum nächsten. Und zwar, das ist ein Gesichtsschaum von Love Me Green und davon hatte ich auch mal ein Produkt in der Glossy Box schon mal mit drin. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ist jetzt ein Gesichtsschaum. Ja, für 12,90 € Originalgröße. Mhm. Mit Rosenwasser. Rosenwasser ist ja gut, ne? Da ja, könnt ihr Türken ja ein Lied von singen, ne? Also Rosenwasser. Also heißt ja auch Rose, also ja, stimmt. Stimmt. Extrakte aus Sonnenblumen und Papaya. Und das kann man ja dann morgens und abends drauf machen. Und das ist ein ganz normaler Schaum, ne? Genau so steht das. So ein auch. Reinigungsschaum. Genau. Also die Marke, wie gesagt, finde ich total gut. Und die hatte ich schon in der Glossybox drin und war total begeistert auf jeden Fall von der Marke. So, weiter geht's. Und zwar habe ich hier ein Chocolate Mineralpuder. Mineralpuder finde ich richtig, richtig cool. Bär Minerals hat ja auch sowas. Ich mache das mal auf. Ich glaube, das ist das teuerste Produkt, was da drin ist. Allerdings, Originalgröße ist das auf jeden Fall und 24,90 €. Okay. Und das ist zum Konturieren und zum Bronzen, richtig? Genau, richtig. Genau so steht das da drin. Ja, so. Und es kommt aus Litauen. Das finde ich auch mal interessant, ne? Ja. Genau, also das ist, ich hatte, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, ziemlich dunkel, auch für, weil ich ja ein relativ heller Hautton-Typ bin, dachte ich, okay, das ist ein bisschen dunkel. Aber dadurch, dass es ja zum Konturieren ist oder zum Bronzen, ist es natürlich genau. Richtig gut, ne? Finde ich auch. Finde ich auch, ja. Und letztens, also falls ihr den Unterschied zwischen Bronzen und Konturieren nicht kennt, wollte ich euch den mal kurz erklären. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, den Unterschied. Und zwar, wenn wir Make-up auf unserer Haut tun,
haben wir unsere ganzen Schatten, nehmen wir dadurch aus dem Gesicht mit, unsere roten Wangen im Prinzip verschmieren wir, ne? Wir haben ja dann ein glattes und ebenmäßiges Hautbild. Und um unsere Schatten wieder zu kriegen, also wenn man jetzt hier so sieht, hat man ja hier Schatten, man hat hier oben Schatten, man hat hier an der Nase Schatten und das ist dann Konturieren. Also man holt die natürlichen Schatten, der Gesicht holt man durchs Konturieren wieder. Ne? Und da müsst ihr halt immer schauen, dass das Puder, was ihr benutzt, oder es gibt ja auch Cremes, dass die immer so einen leichten Graustich haben, weil ne, die Schatten sind ja ziemlich dunkel. Ne, und dass ihr dann halt nicht so einen bräunlichen nehmt, sondern eher mit so einem gräulichen Ton drin, so einem kühlen Ton. Okay, kühlen und Unterton. Ich habe noch gar nicht nie darauf geachtet oder so. Also, danke für die Info, Vanni. Ha, gerne. Ja, und Bronzer ist ja einfach nur, um dann wieder so ja, geküsst von der Sonne auszusehen. Ne? Also ne, wenn ihr euch mal überlegt, wenn die Sonne euch anstrahlt, wo werdet ihr dann halt immer braun? Ne? Das ist ja oft so auf der Stirn, hier so ein bisschen an den Wangen. Und das ist dann halt das Bronzen. Da macht ihr dann halt das Bronzen hin. Ihr holt euch im Prinzip durch das Konturieren und das Bronzen holt ihr euch eure natürlichen Hautton wieder. Viele machen das auch hier am Dekolleté. Genau, das sieht auch gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr natürlich hier diese Knochen macht, ne, also hier drüber noch macht, dann seht ihr natürlich auch noch schlanker aus. Ne? Tja, versuchen wir das mal. Ne? Ja, auf jeden Fall gut. Ne? Ja. Auch schöne Größe. Und wie gesagt, hier ist dann das Puder drin. So, the next one ist von Lavera ein Beauty and Care Lippenbalsam. So sieht er aus. Und zwar in Nude. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, ich hatte noch nie Lippenbalsam. Da bin ich aber richtig gespannt jetzt, ne? Weil ich liebe ja wirklich Nude. Und wenn das jetzt Balsam plus Farbe ist, das sieht bestimmt richtig gut aus. Bin ich echt gespannt. Ja. Was ein Foto oder sonst was, ne? Möchte ich auf jeden Fall sehen. Ja. Shikoba. Alles klar. Ach ja, wie viel das kostet. Das ist die Originalgröße, ja. Mhm. Standard eigentlich immer. 2,49 Euro. Mhm. Hier steht das ja auch nochmal. Verein Farbe und Pflege in einem. Mit Hauchen, Hauch von Nude. Spendet intensive Pflege. Schützt vor dem Austrocknen. Ja. Ja. Das ist halt auch gut für die Arbeit, ne? Also wenn man irgendwie trockene Lippen hat, aber irgendwie auch ein bisschen schick aussehen möchte, so, wie ne? Ich zum Beispiel. Also ständig laufe ich zur Damentoilette und schmink mich dann nach wie eine Verrückte. Und das sieht ja ganz normal aus wie ein Labello. Perfekt eigentlich. Ja, ja, genau. Kann ich vor jeder Nase machen, ne? Hier, ist doch ein Labello. Ja, ja, genau. Fertig. Richtig, ne? Und ich liebe ja Kakaobutter, das ist ja voll meins, und Mandelmilch, ne? Lecker. Labello heißt das. Ja, genau, Labello. Ja, meine ich doch. Ja. So, the next one. Hydromaske. Wo ist denn dein Zettel? Ja. Ja, schon weg, ey. Schwer weggeschmissen hier, ey. Boah. Fertig. Also, das nächste Produkt ist hier die Maske, Heilmaske mit Heilerde. Meine Mama hat damals schon mal gesagt, Heilerde und Aloe Vera sind die besten Produkte ever. Ich lese jetzt auch gerade, da ist auch Algenmeer, Wasserextrakt und Aprikosenkernöl. Und da war doch noch was drin, der Bambusextrakt. Ja, cool. Ja, wie steht da der Preis bei? Ach ja, genau. Preis steht hier 1,25 Euro und halt Originalgröße, so wie halt eine Maske aussieht, ne? Ja. So, dann habe ich hier, also das war's von den Produkten jetzt. Das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte, wie in der Glossybox auch. Und dann habe ich jetzt hier noch zwei Proben. Einmal auch von derselben Marke wie von der Heilerde, ein Gesicht Serum. Und einmal total cool, in so total pink, auch nochmal eine Feuchtigkeitscreme. So, so sieht die Box von innen aus. Könnte Ostereier reinlegen und verschenken, ne? Also Vanni kann schon mal was damit anfangen, definitiv. Das steht schon mal fest. Das steht ja auch so. Ja. Ja, ja und ja, wie hat dir die Box denn gefallen? Also mir persönlich hat die Box sehr gut gefallen. Vor allem Labello und Bronzepuder hat mir am meisten gefallen. Mach auf jeden Fall Fotos oder Videos, was auch immer, und schick mir die mal zu, möchte ich mal sehen. Vielleicht probier's auch einfach selber aus. Ja?
Und wenn er gleich weg ist, weiß ich Bescheid. Ne? Ja, genau, ne? Heimlich. Es ist auf jeden Fall vergleichbar mit der Glossy Box. Das sind richtig gute Produkte und zusammengerechnet waren das ja 43 Euro. 43 Euro ungefähr und das sind echt super Produkte. Und Vanni hat ja eben auch schon im Video gesagt, ein, zwei Produkte waren ja auch in der Glossy Box drin. Ja. Also macht sich da. Lohnt sich, definitiv lohnt sich. Ja, auf jeden Fall. Also die Box hat ja 20 Euro gekostet, die Glossy Box hat ja jetzt 15 Euro gekostet, also 5 Euro mehr. Aber dafür sind die ganzen Produkte halt ja tierversuchsfrei, also man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Und ja. Auf jeden Fall. Schön. Benutzt du auch Produkte tierversuchsfrei? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Also ich habe nie drauf geachtet, ganz ehrlich. Ich habe jetzt nie irgendwie gelesen, tierversuchsfrei oder habe gegoogelt oder sonst was. Aber das ist ja jetzt eine Überlegung wert. Ja, als auf jeden Fall. Als ich die Produkte ne? gesehen habe. Dafür muss kein kleines... Ach, hör auf, ich habe doch selber... Das war's von uns. Und ja, danke schön, dass du dabei warst. Ja, Phil. Gerne doch, immer wieder gerne. Aber wir... noch meine letzten Videos verfolgen wollt, warum, wieso, weshalb jetzt tierversuchsfreie Kosmetik ich geholt habe und die Glossy Box gekündigt habe und so, die seht ihr hier. Du musst jetzt auch so machen. Ach so. Genau. Da? Genau, die seht ihr hier und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend und lasst es euch gut gehen und einen Gruß aus Bonn. Schöne Grüße. Macht's gut. Bis bald. Adieu. Du weißt, was mich immer nervt, ne? Ich schneide dann das Video und dann denke ich mir, woher kommt die Strähne denn? Willst du was trinken? Ja, bitte. Alles passend oder nicht? Doch. Ihr Tees, trinkt doch immer Tees. Dann jetzt nichts. Tees, trinkt immer Türken. Siehst du? Ihr Tees, trinkt doch immer Türken. Sag mal, darf ich mal schon ein bisschen rummachen? Ja. Wieder nichts, ey. Hallo! Personal, hallo! Guck mal, sind wir voll black and white, ne? Ja. Oh Mann, jetzt ist ja jetzt die Vollkatastrophe. Ich hätte gerne einen schwarzen. Er sieht übrigens sehr gut aus, Mädels, ne? Wenn ihr mal das schnell sagt. Wir verlinken euch. Das Schnellste ist, wenn er das hört. Ne? Ich verlinke ihn selber. Das ist schon.